Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Klein Marketing Consulting. Mein Name ist Thomas Klein und ich bin Experte für die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses. Und in diesem Video soll es gehen, warum ist es eigentlich gar nicht so schwer, seine ersten wirklich guten Kunden zu bekommen. Ja? Man muss eigentlich letztendlich nur wissen, wen rufe ich an oder wen kontaktiere ich, wie. Also sozusagen, was ist mein Sprachrohr? Was ist das Sprachrohr, das am besten funktioniert? Und wann? Also wen, wie und wann? Und wenn ich diese drei Fragen beantwortet habe, ja, dann steht mir der Erfolg überhaupt nichts mehr im Wege. Ja? Und der Rest ist letztendlich erstmal nur Fleißarbeit, bevor du hier große Strategien konzipierst und was weiß ich alles aufsetzt und Konzepte und was weiß ich alles machst, Branding, Logo, Webseiten, dies und das und jenes. Letztendlich musst du nur wissen, wen kontaktiere ich, wie kontaktiere ich den am besten und wann. Ja, also du magst es kaum glauben, aber zum Beispiel im B2B ja, gibt es immer so Kernarbeitszeiten, ja, so von 7 Uhr morgens bis um 12, dann so um 1 Uhr rum bis abends um 17, 18 Uhr. Aber auch da ist es häufig so, dass manchmal die richtig guten Gespräche erst nach 18 Uhr stattfinden, ja, weil einfach da gewisse Entscheider dann erst recht Zeit haben für sogenannte Erstgespräche. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass häufig Freitagnachmittag, Spätnachmittag erst der Entscheider Zeit hat für gewisse, aber eben nicht alle. Ne? So, also es gibt ja auch Ausnahmen, aber letztendlich diese drei Fragen musst du dir beantworten. Und mal angenommen, du bist jetzt jemand, der sich spezialisiert hat auf .NET Frameworks, dann weißt du ja schon mal, okay, das hat was mit Microsoft zu tun. Jetzt wäre es doch cool, wenn du jemanden kennen würdest, der vielleicht eine Liste hat mit Unternehmen, die Microsoft im Einsatz haben. Jetzt wäre es doch noch besser, wenn du jemanden kennen würdest, ja, der eine Liste hat, die Microsoft im Einsatz haben, aber nicht irgendwelche Leute, die weil ich habe ja auch, meine Schwester hat auch Microsoft im Einsatz, jeder hat Microsoft im Einsatz. Jetzt möchtest du natürlich nur die Firmen kennen, die, sagen wir mal, mehr Mitarbeiter haben wie 200, mehr Mitarbeiter haben wie 500 oder noch besser User. Ja, das ist schon nochmal besser, weil manche Unternehmen haben vielleicht große Fabriken und so weiter, wo viele Menschen arbeiten, die eben kein Microsoft nutzen und andere wieder sind mehr Dienstleister, mehr, sagen wir mal, Microsoft-User intensiver, ja? Und von daher nochmal viel mehr relevanter für dich. Dann möchtest du wissen, okay, die speziellen Needs von zum Beispiel verschiedenen Branchen, ja, also es gibt natürlich sehr datenintensive Branchen, ja, da gibt es wieder andere Branchen, die sind nicht ganz so datenintensiv und da gibt es dann wieder zum Beispiel bestimmte Lösungen, die man auf Microsoft aufsetzen kann, für die wiederum es bestimmte Experten gibt. Je nachdem. Und so ist das Ganze ein Puzzlespiel von verschiedenen Bausteinen, die du zusammensetzt. Und dann ist das Ganze daran zuerst einfach nur Fleißarbeit. Das heißt, du musst einfach Manpower dir reinholen, die dieses Zusammenspiel verstanden haben gleichzeitig. Also einfach nur Manpower, die, sagen wir mal, da keine tieferen Kenntnisse haben in der IT-Branche, ist ziemlich schwierig. Und ich weiß, ich spreche wirklich aus Erfahrung, denn es gibt nicht so unbedingt so arg viele wirklich gute, ja, Agenturen, die sich auf die IT-Branche spezialisiert haben. Es gibt einige, echt klar, aber so richtig viele gute gibt es nicht. Denn es ist nämlich sehr, sehr schwierig, die richtigen Leute zu finden, die dann auch noch quasi von der Bezahlung her stimmen und natürlich vom Skillset, ja, und letztendlich auch vom Mindset. Also letztendlich, auch hier haben wir wieder so ein Spiel von drei Faktoren, ja, so eine Art Dreieck. Leute, die das richtige Skillset haben, Leute, die das richtige Mindset haben und dann auch noch Leute, die sozusagen auch von der Bezahlung her so sind, dass es eben passt. Ja, weil wir wollen ja irgendwie alle irgendwie am Ende noch was verdienen. Und das ist super, super. Ich glaube, es gibt fast keine Branche, wo es so schwierig ist wie in der. Und ich habe schon wirklich viel gesehen da draußen. Und deswegen, schau dir ganz genau an, mit wem du da zusammenarbeitest. Das sind nicht immer unbedingt die Größeren, die Besseren, ja, sondern die hochgradig Spezialisierteren. Spezialisierung, Spezifizierung
in dem, was du da machst, ja, ist das ganz große Plus. Ja? Okay, also, denn ich kann dir eins verraten, da draußen gibt es ganz, ganz viele Nischenthemen und wenn du jemanden dir holst, der für ein, zwei, drei verschiedene Nischen hier 10 Jahre Erfahrung hat und dann vielleicht sogar noch Mitarbeiter hat, die jeweils auch 2, 3, 4, 5, 10 Jahre Erfahrung haben in dieser speziellen Nische, bist du letztendlich schon meilenweit deiner ganzen Konkurrenz voraus, die vielleicht mit etwas generalisierteren Dienstleistungen unterwegs sind und so weiter und so weiter. Ich hoffe, das hat weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal. Hole bei uns einen Termin. Völlig kostenlos und gratis. 30 Minuten. Bis dann. Ciao.